Seit 2 Tagen ist die Linzerin Magali wieder zu Hause. Die Jury hat nach Magalis rassistischen Äußerungen gegenüber Lydia beschlossen, Magali muss die Show verlassen. Und kaum aus dem Modelloft ausgezogen, sind die Haare auch schon wieder lang. Ja, ich habe mir jetzt wieder eine Haarverlängerung zugelegt, weil das, was da beim Umstyling passiert ist, bitte, das war ein kompletter Unfall. Ja, man musste schon ein paar Euro richten. 1000 Euro, um ganz genau zu sein. Aber wer hat, der hat's. Nach ihrem Rauswurf bei Austria's Next Topmodel am Donnerstag steht ihre Familie trotzdem hinter der 21-Jährigen. Vor allem ihre Mutter spricht jetzt Klartext und stellt gleich ganz am Anfang klar: Wer die Maggie kennt, der weiß mit Sicherheit, dass sie kein Rassist ist. Also sie ist auch nicht so erzogen worden. Ich bin ein gläubiger Christ, ich kenne sie so nicht. Also ich war wirklich total geschockt. Geschockt waren auch die Mädels im Loft. Doch ihre Mutter weiß, wenn Magali nicht das bekommt, was sie will, dann kann sie schon mal ausfällig werden. So lieb sie sein kann, so zornig kann sie auch werden. Und dann kann es passieren, dass sie einfach nicht mehr so in der Kontrolle hat, was sie sagt. Und das hat man spätestens bei diesem Telefonat gemerkt. Als Kind war Magali übrigens nicht so zickig. Die Maggie ist eine Frohnatur. Also sie war als Kind absolut problemlos, hat viel gelacht, ihre großen Augen immer weit aufgerissen und war wirklich als Kind einfach total problemlos und lieb, bis in die Pubertät gekommen ist. Oh. Ja, denn dann fängt Magali an mit Partyorgien, Piercings und einer Brustoperation. Von der Brustoperation habe ich absolut nichts gewusst. Das hat sie mir erst im Nachhinein gestanden. Da war ich natürlich äußerst sauer, wirklich. Aber die hat sie sich übrigens selber bezahlt. Ja, Magali zieht also ihren Willen durch und das um jeden Preis. Insofern ist jetzt quasi unser schwarzes Schaf in der Familie, aber die schwarzen Schafe sind die Liebsten. Und deswegen will sich Magali jetzt auch bei Lydia entschuldigen. Doch ob Lydia Magalis Entschuldigung annehmen wird, sehen Sie am Donnerstag um 22.15 Uhr in Pink Topmodel Backstage.